Sie haben hoffentlich Ihre wärmsten Unterhosen eingepackt. Ha, so ein Blödsinn! Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. Oh, schneller, Gurga! Meine Füßchen werden kalt. Na, das ist jetzt aber nicht schneller, Gurga. Was ist das denn? Macht Platz, ihr kleinen Halunken! Wollt ihr etwa den grandiosen Rixel herausfordern? Gib ihnen eine Kostprobe von deiner Stärke, Gurga! Das nächste Mal überlegt ihr euch zweimal, ob ihr den großen Rixel herausfordert. Lassen wir sie in Ruhe. Es ist doch viel zu kalt hier draußen. Ich hätte meine flauschigen Handschuhe mitnehmen sollen. Ich glaube, mein Anzug hält nicht mehr so richtig warm. Aber er sieht immer noch toll aus. Und ganz besonders an mir. Findet ihr nicht auch? Ja, wir könnten also mit Stil erfrieren. Oder wir benutzen diese Blütenblätter, so wie wir es auch vorhatten. Ja, ich würde sagen, jetzt oder nie. Das ist Wahnsinn. Mir wird gleich viel wärmer. Ja, es funktioniert. Soll ich das wirklich essen? Echt? Sieht nicht lecker aus. Iss es einfach. Oder willst du erfrieren? Sind die denn alle so bitter? Frische Spuren. Dreimal könnt ihr raten, von wem. Naja, könnte ich auch dreimal Gurga raten. Was hat sie denn? Seht doch, da! Runterfliegen können wir nicht. Der Riss ist zu schmal. Ich habe eine Idee. Hey, kleiner Kerl. Keine Angst. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bring dich hoch zu deiner Mom. Na los doch. So ist es gut. Wir müssen weiter. Rixels Vorsprung ist jetzt sogar noch größer. Mach's gut, mein Kleiner. Bleib schön bei deiner Mom. Jetzt wäre ein Berater gut, der mir bei dieser schweren Entscheidung hilft. Ist das dein Bäuchlein, Gurga? Du kannst keinen Hunger haben. Du hast gefressen, bevor wir losgegangen sind. Oh! Gurga, ausweichen! Oh, und schon ist die ganze Sache wesentlich einfacher. Jeha! Wow, es scheint viele von diesen putzigen kleinen Kerlen zu geben. Und sie sind wegen irgendwas sehr aufgeregt. Ob sie wieder Hilfe brauchen? Noch ist Rixel vor uns. Diese Kerlchen sind süß, aber wenn wir jetzt stoppen, um ihnen zu helfen... Hab keine Angst, wenn Feinde sind nah. Denen du hilfst, die sind für dich da. Ja, genau. Sie brauchen keine Hilfe. Sie wollen uns helfen, Mo. Schnell, helft mir, diese Schneekugel aus dem Weg zu räumen. Mo, kann ich noch so ein Blütenblatt haben? Meine Finger sind irgendwie kurz vorm Absterben. Leider nicht, Varya. Wir hatten nur eins für jeden. Wieso haben wir sie noch mal mitgenommen?